Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Hi, Timmy. Hi. Ethel glaubt, dort unten gäbe es Monster. Aber es sind nur Zombies und Roboter, soweit ich gesehen habe. Sie scheinen sehr nett zu sein. Der Totenschädel wirft Sachen nach uns, wenn er uns sieht. Und der kleine Roboter flieht, wenn ich ihm zu nahe komme. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, freundlicher euch gegenüber zu sein. Remy wird nichts passieren. Er ist die zäheste Ratte, die ich kenne. Aber er ist ganz alleine da unten in diesem schrecklichen Loch. Vielleicht ist es gar nicht so schrecklich. Es hat sich noch nie jemand darunter getraut, außer Onkel Remy und seinem Großvater. Das Loch ist böse. Ich wünschte, ich hätte mit ihm hinabsteigen können. Ethel ist eine hervorragende Köchin, aber auch etwas speziell, oder? Total verrückt! So hätte ich es vielleicht nicht ausgedrückt. Ihr Käfig stand im Labor direkt über dem Kochtopf. Zu viele Dämpfe. Aber sie ist harmlos und die beste Alchemistin, die es gibt. Ich weiß, du willst das nicht hören, aber kennst du einen Ausgang aus diesen Höhlen? Dutzende! Auch einen in meiner Größe? Nein, außer natürlich das unerreichbare Loch in der Decke. Das habe ich befürchtet. Ein Musketierhut mit Feder. Das erinnert mich an etwas. Der Keilriemen dort oben. Wäre der für unsere Sache geeignet? In Ordnung. Dann müssen wir ihn nur noch irgendwie runterkriegen. Das ist mehr als genug Kohle, um der Dampfmaschine Beine zu machen. Ich muss sie nur irgendwie aus dem Fels bekommen. Warum nicht? Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Hey! Das Schöne an der Glocke, Jörg, wenn er nicht reagiert, wecke ich die halbe Stunde. Was ist? Ich unterstütze Gulliver, Esther und Nate bei der Produktion der Tafeln. Ratten und Zombies. Du hast seltsame Freunde, Wetterquarz. Gulliver meint, du seist ihnen auch behilflich gewesen. Wenn ihr das sagt. Die Verfaulten wollten unbedingt in die Stadt. Hab ihnen ein hübsches Sümmchen dafür abgenommen. Gulliver schuftet Tag und Nacht, um seine Schulden abzuzahlen. Ja, ich muss zugeben, er schlägt sich besser als erwartet. Trotzdem hätte ich mehr Tafeln verkaufen können, wenn er schneller gewesen wäre.
Es gibt... Ja? Zum Beispiel, dass von Buren mir nur einen lächerlich geringen Betrag zahlen will, obwohl es sich um Sonderanfertigungen handelt. Diese Sonderwünsche sind das Problem. Ich hoffe, du zahlst Gulliver was extra dafür. Hast du eben nicht zugehört? Ich bekomme weniger Gold pro Tafel. Bevor meine Gewinnmarge schrumpft, muss er auf sein Gold verzichten. In der Krise müssen wir alle Opfer bringen. Gulliver meint, dass er mit der nächsten Lieferung seine Schulden abbezahlt hat. Lässt du sie dann wirklich gehen? Aber Wilbur, das Wort eines Seefelshändlers ist ein Ehrenwort. Jorge? Na gut. Aber ich hole sie wirklich raus. Der Markt für magische Schiefertafeln ist eingebrochen. Die Preise sind im Keller. Ich sattle um. Wasser, Brot und schnelle Pferde. Damit lässt sich momentan ein Vermögen machen. Also gut. Dann machen wir die Lieferung fertig und du ziehst die Zombies hoch. Und mich versteckt in irgendeinem Sack gleich mit. Was hast du gesagt? Gulliver hofft auf einen besseren Job bei dir, sobald er die Lieferung fertig hat. Wie stellt er sich das vor? Will er hier in der Stadt wohnen? In einem kleinen Häuschen mit Frau und Kind? Er ist ein Zombie! Wie immer ein informatives Gespräch. Bis dann! Gern geschehen. Ich riskiere doch gerne mein Leben für unsere kleinen Plauschereien. Timmy? Ich weiß, dass du wütend auf mich bist. Aber wie wäre es mit etwas mehr Verständnis? Stell dir vor, du findest heraus, dass du kein Magier bist, obwohl du nie etwas anderes sein wolltest. Stell dir vor, dass du so unfähig bist, dass deine Freunde durch deine Schuld getötet werden. Aber wir brauchen dich hier! Jeden Tag wird der Widerstand schwächer und Van Buren stärker. Und du willst uns trotzdem verlassen? Wie sollte ich euch helfen? Ich bin kein Magier, ich bin kein Kämpfer, ich bin kein Heiler, ich bin kein Ingenieur. Ich bin gar nichts. Selbst der Erzmagier war machtlos gegen diesen Zauberstab. Was soll jemand wie ich da schon ausrichten können? Du könntest es wenigstens versuchen. Ich muss weiter. Timmy ist enttäuscht, weil ich die Ratten nicht in die... Aber lieber ein... Timmy ist... Hi, Ethel. Remy ist fort. Er ist in das dunkle Loch hinabgestiegen. Er ist so mutig. Ganz allein im Dunkeln. Er geht mal wieder ein großes Risiko ein. Ob das klug ist? Es liegt in der Natur des Risikos, riskant zu sein. Ich habe jemanden getroffen, der Hilfe bräuchte. Deine Hilfe, um genau zu sein. Hat er eine Frage, die ihn quält? Ich habe keine Antworten. Nur noch mehr Fragen. Er ist eine Sie. Und es geht um ein alchemistisches Problem. Sie will eine, flauschige, rosa Farbe mischen. Verstehe. Machbar. Machbar? Dann kannst du ihr zeigen, wie es geht? Ja. Monsieur de Dumas sagt immer, wir sollen anderen helfen. Wo ist sie? Es könnte vielleicht ein kleines Problem geben. Kleines Problem? Wieso? Ein winzig, klitzekleines Problemchen. Winzig, klitzekleines Problemchen? Wer ist sie? Sie ist ein Zombie. Du wolltest mich in die Höhle dieser Monster bringen? Es sind keine Monster. Es sind Gulliver und Esther. Und sie wollen dir nichts tun. Naja, wir sollten uns von Gulliver vielleicht erst einmal fernhalten und... Ich werde nicht mitwirken. An gar nichts. Die Zombies wollen die Höhlen verlassen. Ist das nicht ein Grund für dich, ihnen zu helfen?
Hätte die Höhlen lieber monsterfrei, das kannst du mir glauben. Aber ich gehe nicht in die Nähe der Monster. Hat mich ein Bein gekostet beim letzten Mal. Gibt es gar keine Chance? Naja, wenn Schweine fliegen könnten. Oder wenn Monsieur de Dumas mich darum bittet, natürlich. Für Monsieur de Dumas tue ich alles. Er würde dich bitten, ihm zu helfen. Ganz bestimmt. Hat er aber nicht. Und er ist nicht da. Hilfst du Esther mit dem Mixen der flauschigen Farbe? Bitte. Nein. Oder höchstens, wenn Monsieur de Dumas mich darum bittet. Oder wenn Schweine fliegen könnten. Irgendwie muss ich Ethel davon überzeugen, dass es Remis Wunsch ist, dass sie den Zombies hilft. Oder ich brauche ein Schwein und ein paar große Flügel. Weißt du, ob es einen Weg hier hinaus gibt? Einen Gnomengröße, meine ich. So groß? Nein. Aber Monsieur de Dumas hat einen Verkleinerungsring. Er hat ihn mitgenommen. Dann wollte er wohl, dass du hier bleibst. Er kann nicht verstehen, dass ich... Vielleicht geht es mir besser, nachdem ich ein paar Wochen zu Hause war. Vielleicht, vielleicht nicht. Er bräuchte einen Freund an seiner Seite. Nicht vielleicht, nicht in Wochen. Jetzt! Hält großes Stück auf dich. Alle Ratten tun das. Dann habt ihr leider auf den Falschen gesetzt. Remy hätte mich hier nicht einsperren dürfen. Er hätte mich einfach gehen lassen sollen. Hat seine Gründe, hat er immer. Ihm muss doch klar sein, dass ich, egal wie kompliziert es ist, früher oder später einen Weg hier rausfinden werde. Ich bin ziemlich gut in solchen Dingen. Vielleicht geht es genau darum. Ich... War nett, dich kennengelernt zu haben. Kannte dich schon. Lagst für Tage in Timmys Bett. Warum? War nicht deine Schuld, was mit dem Erzmagier passiert ist. Findest du? Stell dir vor, ein paar Ratten würden sterben, weil sich herausstellt, dass du in Wirklichkeit gar nicht kochen kannst. Wie würdest du dich dann fühlen? Nicht gut. Würde mir Vorwürfe machen. Mich dumm fühlen. Aber Monsieur de Dumas wünscht deine Hilfe. Kannst ihn nicht im Stich lassen. Ich habe auch beim letzten Mal versucht zu helfen und es endete in einer Katastrophe. Wer sagt mir, dass es nicht wieder so ausgehen würde? Fragen, Fragen. Schwierige Fragen. Timmy? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, Timmy. So? Es geht um die Zombies. Ich schaffe es nicht allein. Ich soll den Leuten helfen, die Sachen nach mir schmeißen? Und was hast du davon? Bringen sie dich hier raus, damit du verschwinden kannst. Du kennst doch Jorge, den Händler. Er hat sie in die Stadt geschmuggelt und hierhin hinabgelassen. Sie müssen für ihn schuften, bis sie ihre Schulden abgearbeitet haben. Er nimmt sie aus. Sollen sie halt aufhören, für ihn zu arbeiten. Die Zombies haben niemandem etwas getan und wollen einfach nur ein besseres Leben für sich und ihren Sohn. Ich sage ja nicht, dass ich richtig finde, was Jorge mit ihnen macht. Aber du unternimmst nichts dagegen? Hast du nicht gesagt, man soll anderen helfen, wann immer man kann? Hier hast du eine Gelegenheit, direkt vor deiner Haustür. Und ganz nebenbei verschaffen wir dir einen Weg hier raus, oder? Aber gut, eins nach dem anderen. Dass du zumindest den Zombies helfen willst, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Verlass dich nicht darauf, dass ich weitere mache. Das bleibt abzuwarten. Freunde. Freunde. Ich helfe dir und den Zombies. Und dann sehen wir weiter. Hey, Timmy. Meinst du könntest mir das Handtuch holen? Ich glaube nicht. Ethel ist sehr wachsam, wenn es um ihre Sachen geht. Kannst du sie ablenken, damit ich es versuchen kann? Klar. Hi, Ethel. Ein Topf. Hab's.
War nett, mit dir zu reden. Hi, Ethel. Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Geschmacklich super. Aber könnte etwas heißer sein. Ah, verstanden. Also schön. Jetzt ist das Handtuch zwar ganz fettig und dreckig, aber die Teller sind immer noch nicht sauber. Nate, das hier ist Timmy. Huhu. Wir werden zusammen dafür sorgen, dass ihr die letzte Lieferung für Jorge fertig machen könnt, okay? Schön, dich kennenzulernen, Nate. Er hat gesagt, ist mir eine Ehre. Glaube ich zumindest. Ethel scheint nur Augen im Hinterkopf zu haben, wenn Dinge verschwinden. Nicht, wenn sie zurückgebracht werden. Hi, Ethel. Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Geschmacklich super. Ist etwas? Sehkraft wird schwächer und schwächer. Sehe nur noch unscharf und verschwommen. Muss mich noch mal mit Verjüngungstränken beschäftigen. Ich habe hier so einen kleinen Hut, Timmy. Und was willst du damit? Esther schafft es alleine nicht, die flauschige rosa Farbe zu mixen. Ethel muss ihr helfen. Aber Ethel hilft ihr nur, wenn Remy sie darum bittet. Onkel Remy gibt seine Befehle immer persönlich. Und selbst mit schmutziger Brille würde sie wohl bemerken, dass du etwas zu groß bist, um Onkel Remy zu sein. Eben. Deswegen dachte ich auch an dich. Eine Verkleidung! Nur, meine Stimme ist viel zu hoch. Ich könnte für dich sprechen. Das klingt wie ein Plan, der nur funktionieren kann. Der Umhang sieht dem von Remy ziemlich ähnlich, oder? Zieh mal die Verkleidung an, Timmy. Lass uns ausprobieren, wie gut die Verkleidung ist. Alles klar. Versuch dein Glück, Timmy. Schau mal, wer wieder da ist, Ethel. Ich bin's, Remy. Monsieur de Dumas. Monsieur de Dumas, Sie sind zurück! Ja. Aber nur ganz kurz, weil ich wieder zurück muss. Was befindet sich dort unten in diesem fürchterlichen Loch? Ich werde dir alles erzählen. Natürlich, alles! Ich möchte dich bitten, den Zombies unter dem Müllberg behilflich zu sein. Oh, denn ja. Muss das unbedingt sein? Die Zombies werden ausgenutzt. Sie haben einfach etwas Besseres verdient als das hier. Webur meinte sowas auch schon. Was meinst du dazu? Remy wird schon recht haben. Genau. Hör auf Wilbur. Also schön, was soll ich tun?
Hilf Esther, der Zombie-Frau, diese flauschige Farbe zu mixen, die die Zombies benötigen. Das sollte kein Problem sein, solange sie mich nicht auffressen. Dafür kann ich garantieren. Oh, Timmy, du bist auch hier? Wo ist Monsieur de Dumas? Der ist schon wieder auf dem Weg nach unten. Schade. Stell dich da mal hin, Timmy. Was hast du vor? Ich arbeite da an etwas. Was genau wird das? Erinnerst du dich an die Geschichte mit dem Lineal in meinem Klassenraum? Klar, aber was genau willst du erreichen? Den Keilriemen da oben. Brauchen wir den wirklich? Komm schon. Willst du durch die Luft katapultiert werden und deine Gesundheit aufs Spiel setzen oder nicht? Schon gut, aber mit Schwung. Alles in Ordnung, kleiner Freund? Das war voll krass! Und eine Ogerhandbreit zu niedrig. Hey, Nate! Stell dich nochmal auf. Klar! Hey, Nate! Nate, kannst du einmal rüberkommen? Ich brauche etwas zusätzliches Gewicht. Vertrau mir. Das sollte reichen. Bereit, Timmy? Mehr Power! Das ist es. Ah! Danke. Haha, wir sind ein gutes Team. Yippie! Schau mal, wen ich hier habe. Oh, hallo. Das ist Ethel. Ethel, das ist Esther. Hallo. Ich glaube, ihr seid euch schon mal begegnet. Es tut mir leid, dass mein Mann und ich dir damals so viel Angst eingejagt haben. Und, mir tut es leid, dass ich dich angeklammert habe. Das ist schon in Ordnung. Kann ja mal passieren. Ich mag die Blume in deinem Haar. Sehr hübsch. Danke. Ich mag es, dass du mich nicht auffressen willst. Wilbur meinte, du hättest ein alchemistisches Problem. Ich versuche, pinke Farbe herzustellen, aber sie muss flauschig sein. Verstehe. Zeig mal, was du da hast. Friede zwischen Ratten und Zombies. Das fühlt sich ziemlich gut an. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Wenn ich das Schwarzpulver aus den Feuerwerkskörpern...
Und wie es aussieht, habe ich genau die richtige Menge Schwarzpulver dafür. In Ordnung. Ich habe Nate einen kleinen Vogel mitgebracht. Das ist ja lieb. Jetzt brauchen wir nur noch ein Gewitter, um ihn zum Leben zu erwecken. Ihr könnt sowas? Klar, du nicht? Freut mich auf jeden Fall, dass ich helfen konnte. In Ordnung. Das sollte gehen. Solange Ethel bei den Zombies ist, braucht sie die wohl nicht. Ich zünde sie am Kaminfeuer an. So, hab sie. Ich drücke die Kerze auf der Seite mit der fehlenden Schale auf das Querstück. So, das sollte halten. Ich knote das andere Ende hier fest, damit er nicht herunterfällt. Der kleinste Sandsack der Welt. Selbst für mich wäre... Die Waage hängt. Ich habe das Gefühl, ich... Okay. Ich steche ein Loch in den Sack. Sand läuft aus. Er fällt in die Waagschale, drückt sie hinunter und die Kerze wird angehoben. Sie entzündet die Sprengladung und bumm, wir haben unsere Kohle. Und dank unseres Erfindungsreichtums auch noch all unsere Finger. Bringt euch schon mal in Sicherheit. In Ordnung. Köpfe einziehen. Alles bereit zur Sprengung. Jetzt! Gleich! Jetzt! Jetzt! Jeden Augenblick! Nate! Nicht! Nein! 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 Komm schon, Nate! Wach auf! Wir müssen was tun! Du musst ihn reparieren! Ich kann nicht. Ich bin kein Ingenieur. Das ist egal! Hilf ihm! Ich... Moment! Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Opa hat mir davon erzählt. Die besten Gnomen-Ingenieure geben diese Technik an ihre Schüler weiter. Tu es! Geh! Endlich! Du blödes Ding! Hast du einen schweren Schraubenschlüssel? Damit geht es besser. Nicht nötig! Nichts passiert, was er nicht selber reparieren könnte, würde ich sagen. Wir haben uns Sorgen gemacht, Nate. Aber dann hat dich jemand gerettet, der kurz mal vergessen hatte, dass er das eigentlich gar nicht konnte. Nate! Alles in Ordnung?
Zwerge glauben, Kohle bringe Glück. Ich finde, sie macht vor allem schmutzige Finger. Los, Jungs, lasst uns den Haufen in die Werkstatt bringen. Nee, nee, du bist in Ordnung. Du kannst schleppen. Puh. Ich werde kein Bergmann. So viel steht fest. War ein ganz schöner Akt, die Kohle. Aber der Haufen sollte reichen, um... Das Feuer im Ofen erhitzt den Wasserkessel darüber. So, je heißer das Feuer, desto besser. Wenn wir... Das sieht gut aus. Das war's. Jetzt müsste alles funktionieren. Der Konstruktor funktioniert? Das werden wir nur erfahren, wenn wir es ausprobieren. Na los, alle Mann an Bord. Bringen wir das Ding auf Touren. Wenn wir den Zeiger in den grünen Bereich bringen und dort halten, läuft die Maschine effizient. Und wie stellen wir das an? Nach guter alter Gnomenart. Wir probieren so lange herum, bis wir wissen, was wir tun. In Ordnung. Du hast das Kommando. Die Tür ist zu. Weiter. Und ob ihr es raus habt, die Tafeln fliegen nur so aus der Maschine. Wenn wir doch nur schon die Farbe hätten. Haben wir flauschige rosa Farbe, wie bestellt. Das ist ja... Was ist das? Das ist Ethel. Sie hat mir geholfen. Aber ist das nicht... Ganz recht. Meine Freunde. Jetzt macht Platz da. Wir müssen Tafeln flauschig streichen. Ja, Butterblume. Das sind die letzten. Damit ist der Weg in die Stadt frei. Saubere Luft, der weite Himmel. Und Timmy ist schon vorgelaufen, um ein paar Pralinen als Begrüßungsgeschenk zu organisieren. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Wilbur. Die Tafeln sehen verdammt gut aus. Wie habt ihr das so schnell geschafft? Wir haben alle zusammengearbeitet und wir hatten den Konstruktor. 50 Tafeln in der Stunde anstatt 4 pro Tag. 50 Tafeln? Weißt du, was das heißt? Trotz der schlechten Preise lohnt sich das Tafelgeschäft wieder, dank der niedrigen Produktionskosten. Ja, ich dachte, wir könnten vielleicht eine kleine Fabrik vor den Toren der Stadt eröffnen. Du stellst das Kapital und wir bringen die Technik mit. Und einen Fabrikleiter hättest du auch schon. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ihr bleibt, wo ihr seid und produziert mir noch ein paar hundert von diesen Babys. Aber das war nicht abgemacht. Ich habe den anderen versprochen, sie herauszuholen. Du solltest nie etwas versprechen, das du nicht halten kannst.
Ihr habt eine Woche Zeit. Besser, ihr haltet euch ran. Sonst könnte mir rausrutschen, dass ihr da unten einen gesuchten Verbrecher versteckt. Jage! Vielleicht wäre es besser gewesen, den Konstruktor erst zu erwähnen, wenn wir alle oben gewesen wären. Er hat mir sein Wort gegeben. Wie kann jemand, der so reich und so erfolgreich ist, unehrlich sein? Leute werden seltsam, wenn es um Gold geht. Wie soll es weitergehen? Sollen wir den Rest unseres Lebens im Müll leben und Dinge für Jorge zusammenbauen, damit er sich ein schönes Leben machen kann? Es tut mir leid, Gulliver. Ich dachte wirklich, er holt uns hier raus. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Nur weiß ich gerade selber nicht, wie es weitergehen soll. Ivo! Prinzessin Ivo ist in der Stadt! Was bist du denn für eine? Besser, du verschwindest gleich wieder. Ich bin eine Elfe und will wissen, was hier los ist. Zu fett für eine Elfe. Na, hören Sie mal, ich bin... Wenn du keine Erlaubnis hast, darfst du dich nicht in der Oberstadt aufhalten. Steig auf dein Ding und verschwinde. Ich bin Ivodora, die Prinzessin des Waldlandreichs. Und ich bin nicht fett. Aha. Anscheinend verlaufen Elfenschwangerschaften außerhalb des Waldlandreichs etwas anders. Werdet ihr zu Hause nicht fett? Elfen sind eigentlich viele Jahre lang schwanger. Aber in der Welt hier draußen werden aus Jahren Tage. Sei doch froh. Dann hast du es bald hinter dir. Ich will gar nicht. Also, oh Mann. Bringt mich zum Erzmagier, sofort! Der Erzmagier ist tot! Ermordet von diesem Wetterwurz! Das ist doch Blödsinn! Das ist die offizielle Version. Die einzige, die man in dieser Stadt äußern sollte. Wetterwurz wird gesucht. Er und die anderen Terroristen sind in den Untergrund geflohen. Wilbur Wetterquarz? Der kleine Wilbur soll ein Terrorist sein? Was hat das mit der Größe zu tun? Dieser verfluchte König der Diebe ist ein Terrorist. Bildet mit seinen Ratten das Herz des Untergrunds. Wo verstecken Sie sich? Habe ich doch gesagt. Im Untergrund. Es gibt hunderte Zugänge dort hinunter. Wenn man eine Ratte ist. Van Buren lässt gerade jedes Rattenloch versperren, das sie finden kann. Und wenn man keine Ratte ist? Da kenne ich nur einen Eingang. Groß genug für einen erwachsenen Mann. Das heißt, vielleicht sogar für dich. Dieser große Zugang zum Untergrund, wo befindet er sich? Willst du etwa mit den Terroristen gemeinsame Sache machen? Vielleicht will ich sie ja verhaften. Van Buren ist nicht auf Verhaftungen aus. Sie will Wetterwurz und den König der Diebe aus dem Weg haben. Die beiden bedeuten Ärger. Haben sie schon immer. Ich hab nichts gegen deinen Freund. Aber die kleine französische Ratte mit dem spanischen Akzent würde ich liebend gerne ans Messer liefern. Wo ist der Eingang? Von mir erfährst du nichts, Elfe. Und damit tue ich dir einen Gefallen. Wenn Alistair gerade... Ratsvorsitzende von Buren. Dann bring mich zu ihr. Ha! Du willst nicht in der Nähe dieser Frau sein. Und erst recht nicht in der Nähe ihrer Tochter, glaub mir. Ich werde schon herausfinden, was ich wissen muss. Du solltest nicht hier sein. Du solltest deinen Stolz nehmen und hier verschwinden. Du musst jetzt für zwei denken. Vergiss das nicht. Ich, Wiedersehen. Komm, Butterblume. Unten erfahren wir vielleicht mehr. Thank you.
Was zum Teufel? Wenn alles Kleber überall klebt, warum dann nicht auf der Innenseite der Tube? Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Warum...